willst dein FIFA Dream Team haben? Hol dir jetzt FIFA Coins zum Kampfpreis über den Link in der Beschreibung. Nur bei Marktführer MMOGA. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Jo, wir sind auf dem Hauptaccount und ihr habt jetzt bestimmt mal Lust, eine Runde mit dem MLS-Team zu spielen. Jo, Squad Builder kam ja gestern. Das Einzige, was noch vorgeschlagen wurde, war Defoe. Ja, den können wir natürlich auch noch spielen. Der hat jetzt hier nicht so genial reingepasst. Das hat eigentlich so alles ganz schön gepasst. Aber den Defoe können wir natürlich auch noch mal spielen. Ich glaube, der spielt bei Toronto oder sowas, ne? Müsste es sein. Haben wir leider keine Verlinkung jetzt hier. Doch, wir hätten den Bradley. Das geht aber leider auch nicht. Wenn ich den Bradley darüber stelle. Ja, und für Martins dann halt, aber das geht nicht klar, weil dann freut sich der Alonso nicht. Na, müssen wir mal gucken. Aber erstmal werden wir jetzt sowieso so hier spielen. Und ich bin mal gespannt. Ihr wisst es, so richtig meine Aufstellung ist es einfach nicht. Aber naja, ich hoffe jetzt einfach mal, dass das klar geht. Und es ist ja das erste Saisonspiel. Das heißt, selbst wenn wir jetzt auf die Kappe bekommen, können wir das ja noch ausbaden. Jo, gestern Abend kam auch der erste Livestream. War auf jeden Fall ganz witzig. Ich glaube, 4 Stunden oder so haben wir gemacht. Insgesamt so für 1,8 Millionen. Eigentlich war nur 1 Million geplant, aber im Endeffekt wurden es dann 1,8 circa. Haben wir Packs gezogen. Ich glaube, 3 oder 4 Team of the Season Spieler. Dann 4-mal diesen Valediva oder wie er heißt. Also diesen Abstoß in Form. Und gleich im ersten 100.000er Pack war noch Robben drinne. Was? Ich habe in der Liga gesucht. Ihr werdet das gleich sehen. Ich habe ganz sicher in der Liga gesucht. Ich meine, natürlich, er hat gute Einzelspieler, aber damit wird er nicht in Liga 1 gekommen sein. Oder er macht so Späßchen, wie wir das manchmal machen, beziehungsweise mal gemacht haben. Aber nee, glaube ich jetzt mal nicht dran. Ich habe keine Ahnung. Da steht es auch nochmal Saison. Das ist ganz normal Liga 1 hier. Und der hat auch so schnell einen Gegner gefunden. Also da denke ich mal jetzt nicht, dass der aus einer anderen Liga kommt. Keine Ahnung. Wir gucken jetzt mal ganz kurz, wie das jetzt hier läuft. Aber nee, das kann eigentlich nicht sein. Da müssen wir jetzt auch hier eigentlich ganz klar gewinnen. Aber ich war eben noch beim Livestream. Okay, Anstoßtrick kann er schon mal. Den hat er drauf. So, dann schauen wir mal, wie er so spielt. Bin ich echt mal gespannt, weil ich mir wirklich relativ sicher bin, dass er kein Anfänger ist, auch wenn das das Team so aussagen würde. Der müsste im Aus sein. Wenn er nicht im Aus ist, wäre ich böse geworden, weil da muss natürlich unser Keeper rauskommen. Courtois haben wir noch nicht sonderlich häufig gespielt, bin ich mal gespannt. So, da drüben steht, ich glaube, Martins ist es und der gewinnt zwar auch, aber kommt nicht ganz am Ball dran. So, Toni Kroos, Müller. Supercup ist gerade Halbzeit, deswegen habe ich mir gedacht, nimmst du mal kurz auf, Massive. Ja, sprechen wir vielleicht auch nochmal drüber. So, Bradley hier schön gemacht. Donovan, gehen wir mal hier weiter auf den Martins. Und nach vorne läuft der Thierry Henry, aber jetzt ist es dann auch abseits, weil der Martins ein bisschen zu lange gebraucht hat. Ich muss sagen, ich tue mich aber aktuell wirklich, was heißt, ich tue mich schwer. Ich sage eher mal so, bis jetzt merke ich von seiner Chemie noch überhaupt nichts. Er macht das bisher relativ solide. Ich hoffe mal, falls er zum Abschluss kommt, dass ich dann da seine Chemie merken werde. Nee, normalerweise würde ich dieses Spiel jetzt auch, hättet ihr das jetzt wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, dass ich das spiele. Aber ich will wirklich mal gucken, weil er halt auch Liga 1 ist. Ein bisschen sehr seltsam. Ich weiß nicht, wo er den Ball hinspielen wollte, aber naja. Weil es halt Liga 1 ist und deswegen, ja, wollte ich mir das mal geben. Obafemi Martins und da chippt dann rein auf Thierry Henry und er macht hier seine erste Butze. DV könnt ihr ja natürlich nochmal einen Tipp geben, wie ihr den einbauen würdet. Wie gesagt, so wie es jetzt aktuell ist, würde es halt nicht gehen, außer natürlich für Henry. Aber ehrlich gesagt, Henry will ich gar nicht raushaben. Ich will eigentlich gar keinen raushaben, hätte ich das Team nicht so gebaut. Aber DV können wir natürlich trotzdem nochmal testen. Jetzt kriegen wir hier... Alter, schön gemacht von Company oder so. Ich habe das Team ja extra so gemacht und ich will die Spieler jetzt erstmal so testen, aber wie gesagt, DV können wir natürlich auch nochmal testen. Henry, Ball durchgelassen. Thierry Henry. Thierry
Henri mit dem linken kann das anscheinend auch. Ja, Henri enttäuscht mich mal überhaupt nicht hier im ersten Spiel. Da merkt man jetzt übrigens aber auch seine Chemie. Ich glaube, der ist ein guter Spieler. Kommt mir so vor von seinem Spielaufbau. Das heißt, er macht nicht sowas Überhastetes, was Anfänger gerne machen. Spielt Lobpässe, die gut sind. Benutzt das Dribbling. Das ist ein guter Spieler, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum er mit diesem Team spielt. Der wird 100 pro auch ein ganz normales Team haben. Jetzt fangen wir uns ein. Und das ist ja schon hart genug, dass wir von so einem Team Gegentor bekommen. Aber ehrlich gesagt läuft es hinten auch so ganz und gar nicht. Da kommt erstmal Totti zum Kopfball und Groß steht auch noch komplett frei. So, das lässt er jetzt natürlich nochmal komplett durchlaufen. Gut, das gönne ich ihm dann jetzt mit so einem Chemie-Team, dass er sich da seine Wiederholung nochmal angucken kann. Nee, wie gesagt, ist mir vorher schon aufgefallen, jetzt bevor er das Tor gemacht hat, dass er 100 pro FIFA spielen kann. Ich weiß nicht, vielleicht will er sich selber irgendwie beweisen, dass er vielleicht auch damit in Liga 1 gewinnt. Vielleicht hat er sonst immer alle Spiele in Liga 1 5:0 geschippt. Das wage ich jetzt mal zu bezweifeln, aber wer weiß, kann ja alles passieren hier in FIFA. Aber nee, da müsste ich ihn vielleicht sogar mal fragen nach dem Spiel, warum er mit diesem Team gespielt hat. Würde mich mal interessieren. Ich werde es wahrscheinlich eh wieder vergessen, aber sowas sieht man dann halt schon wirklich relativ selten. Von mir aus lass ihn auch Liga 2 sein, aber ich glaube nicht dran. Das muss eigentlich ein Liga 1 Gegner sein, weil ihr habt gesehen, wie wir sofort einen Gegner gefunden haben. Und ich glaube, er weicht nur auf andere Ligen aus, wenn man nicht sofort einen Gegner findet. Und hier laufen. Ja, okay, das ist jetzt natürlich ein bisschen sehr lächerlich. Wir hatten dreimal den Ball und dreimal kam er wieder an den Ball. Und ja, deswegen gehe ich wirklich davon aus, Dempsey lässt sich hier von Totti machen, von De Rossi. Ich gehe wirklich davon aus, dass er aus der Liga 1 kommt. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass er standardmäßig mit diesem Team spielt. Das definitiv nicht. So, jetzt wollen wir mal das Ergebnis hier mal ein bisschen... Oh, den kriegt er noch rein, die Flanke. Das Ergebnis noch mal ein bisschen erhöhen. Weil ich fühle mich hier ehrlich gesagt nicht annähernd sicher. Ich denke mal, das ist mir aber auch aufgefallen, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Bei FIFA 14 ist es jetzt irgendwie so, dass es gar nicht mehr so auf die Chemie ankommt. Wenn du gute Einzelspieler hast, was er ja ganz klar hat, ja, dann macht es nicht mehr so ganz viel aus. Aber man hat auch bei unseren Toren schon gesehen, dass es natürlich trotzdem was ausmacht. Aber nicht mehr annähernd so viel wie in FIFA 13. Ja, er macht das ein oder andere Dribbling. Wir sollten jetzt echt mal das 3:1 draufsetzen. Er macht das wirklich stark im Nach-Vorne-Spielen. Muss ich jetzt einfach mal so eingestehen, auch wenn ich das nicht gerne mache gegen so ein Chemie-Team. Martins, einfach mal mit Pace reingezogen. Obafemi. Thierry Henry ist im Abseits. Scheiße. Alter, der Martins, der hat aber mal einen gewaltigen Antritt. Das ist echt schwer zu kontrollieren schon fast. Da müssen wir mal gucken, wenn wir dann das nächste normale Spiel sozusagen haben, wie man den so schön einsetzen könnte. Habe ich eigentlich Teampressing und so reingemacht? Das weiß ich aktuell gar nicht. So, Martins, oh Junge, macht auch Defense-Arbeit. Ich glaube, hat Medium Workrates. Wop, gefährlich hier von mir. Alonso, hier nochmal einen zurück. Und jetzt hier vorne drüber, denkst du dir, James ist da. Alexis, Totti. Diesmal habe ich extra den Lobweg zugemacht, weil er wartet ganz gerne und bringt dann den Lob über einen guten Lobweg. So, Thierry Henry hier auf die Seite, allerdings ist er viel zu weit. Keine Ahnung warum. Naja, was willst du machen? Kann ich vielleicht noch ein bisschen über den Livestream reden, bis ich hier einen Ausgleich kassiere. Dann sollte ich dann vielleicht doch nochmal hier drauf achten. War wirklich ganz witzig. Wir haben halt, wie gesagt, viele Packs gezogen. Und ansonsten haben wir eigentlich als nur Fragen beantwortet, beziehungsweise ich. Und es kamen auch wirklich 4 Stunden am Stück eigentlich durchgehend welche. Das war wirklich ziemlich krass. Da werden wir wieder einen fangen. Irgendwie geht bei ihm jede Flanke durch, obwohl er, glaube ich, gar nicht so tolle Kopfballspieler hat. Mit Totti und ich glaube, Sanchez hat er noch drinne. So, Klischee, Donovan. Boah, ich komme hier überhaupt nicht durch. Nee, ohne Scheiß mal. Der macht das wirklich relativ gut. Und ich bin mir jetzt mittlerweile fast sicher, dass das ein Liga 1 Gegner ist. Wirklich, muss ich echt mal so sagen. Trotzdem muss ich das Spiel hier gewinnen. Da besteht keine Frage. Ich darf hier nicht verlieren. Aber es ist wirklich nicht einfach, hier gegen ihn zu spielen. Das war klar, dass dieser Pass kommt. Deswegen Bradley mit nach hinten gezogen. Donovan, Klischee. Naja, habt ihr wenigstens eine spannende Partie, würde ich mal sagen. Donovan, nochmal zentral auf Dempsey. Henri. Na, gehen wir mal mit dem Thierry.
Thierry Henry. Komm, Martins hatten noch. Nochmal zurück auf Henry. Henry mit links, aber da ist Courtois leider. Ja, der Henry, der mag seinen linken anscheinend, aber der ist doch Rechtsfuß, oder? Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber er müsste Rechtsfuß sein. Ah, Kabul, alle springen so ein bisschen am Ball vorbei. So, jetzt gibt's Halbzeit. Ja, das war mal keine solide Partie hier von mir. Der Gegner macht das unglaublich gut. Ich meine, der Kerl hat knapp 50 Chemie, 46 oder so, spielt aber bombenmäßig auf. Und ja, jetzt nochmal kurz zum Livestream. Waren eigentlich 4 Stunden am Stück Fragen und alles. Nebenbei halt noch ein paar Packs gezogen, ist logisch. War echt witzig. Und ja, jetzt heute gibt es den nächsten Livestream. Das ist, wenn ihr das Video seht, ist es nicht mehr heute. Also dann für euch gestern Abend. Da werden wir wahrscheinlich um 21 Uhr starten. So ist es angepeilt. Und ja, dann wollen wir nochmal. Ich glaube, 2 Millionen diesmal in Packs ballern. Diesmal gibt es Ronaldo Man of the Match. Gestern war es Ibra Man of the Match. Und ich bin wirklich sehr gespannt, ob wir da vielleicht mal was Besseres rausbekommen. Okay, geht da jetzt vielleicht ein bisschen defensiver oder was? Juan Fran für Totti. Ich weiß gar nicht, spielt der eigentlich Dreierkette? Da vorne nochmal auf Dempsey durch. Ah, ganz eng hier. War aber ein ganz hübscher Pass eigentlich vom Thierry Henry. Alter, guckt euch mal den Martins an, Junge. Der geht steil, der Junge. Der geht steil. So, Richards will klären, aber macht es eigentlich nur noch schlimmer, weil er sich selber rauszieht und dem Gegner in die Füße spielt. Pedro. Mal rüber hier. Schön gemacht vom Dempsey. Da sollte er nicht hin, der sollte erst nochmal zurück. So, Alexis vorne durch. Pedro spielt den Doppelpass. Company, spielen wir erst nochmal zu Courtois. Hüpf, Martins. Danke. Und da vorne. Ah, geht aber wieder mit Hummels rein. Nee, ohne Scheiß. Ich merke jetzt echt nichts mehr von seiner Chemie. So. Ah, schießt euch jetzt aber auch nicht gegenseitig an. Vielleicht sollte ich auch mal die Formation umstellen. So. Ja. Und Hummels wieder. Unglaublich. So. Will er hier vorne durchchippen? Ganz genau. Deswegen Company mit nach hinten. Klischee ist auch da. Courtois wieder raus. Direkt zum Gegner. Was hat ein Courtois eigentlich für einen Abschlag? Das weiß ich gerade gar nicht. Hummels. Alter, Hummels ist biestig mit seiner Chemie. Ist unglaublich. Gewinne ich keinen Zweikampf gegen den. So. Ich muss jetzt auch echt ein bisschen aufs Spiel achten, weil ehrlich gesagt, das kann ich mir nicht geben, dass ich dieses Spiel hier verliere. Das geht definitiv nicht klar. Und da vorne jetzt aber. Schön das Ding durchgebracht auf Donovan. Und der macht ihn nicht rein. Das ärgert einen, wenn dann die Dinger auch nicht reingehen. Aber ich glaube, es war wieder wegen Hummels, weil der wieder an uns rumgerissen hat. Klischee, den dürften wir haben. Mein Pedro nicht der allerlangsamste, aber Klischee ist einfach Klischee. So, Donovan. Na, stoppen wir hier nochmal. Ja, wenn ihr euch hier nicht anbietet, dann kann ich euch auch nicht anspielen. Martins hier auf Henry. Schusstäuschung. Thierry Henry. Thierry Henry und Courtois ist wieder da. Ja, der hat bis jetzt auch eher ganz und gar nicht gefailt. Komm, mach eine Ecke. Komm, hopp. De Rossi köpft ihn noch vor seinem Keeper weg. So, jetzt wieder hier der Angriff. Schön vom Micah Richards, auch wenn er noch eine sehr seltsame Drehung gemacht hat. Donovan. Lol, Schusstäuschung von Donovan, aber jetzt macht er das Ding auch rein. Ja, danke. Jetzt hatten wir aber auch echt 3 Chancen hintereinander und jetzt quittet er oder was? Ja, das wäre sehr crazy irgendwie von ihm. Ich hoffe mal nicht. Aber es könnte natürlich sein, weil erfahrungsgemäß, wenn die Gegner direkt nach einem Gegentor die Pause-Taste berühren oder Options-Taste, wie es bei der PS4 heißt, ja, dann quitten sie meistens. Mal gucken, vielleicht wechselt er auch nur ein bisschen. Ja, das macht er anscheinend. Bringt jetzt nochmal Fabregas für Pedro. Und Lewandowski hatte der am Anfang auch drinne. Keine Ahnung. Ist ja auch Latte. Vielleicht hat er echt mal sowas gemacht, irgendwie seine Lieblingsspieler auf jeder Position einfach in einem Team untergebracht. Könnte ich mir gut vorstellen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So, sowas wurde sich ja von euch auch gewünscht. Das werden wir auch sicherlich noch machen. Aber, Alter! Das hätte mich jetzt aufgeregt, hätte das Tor gemacht. Es war schon wieder wie in der ersten Halbzeit irgendwie. So, Ecke von Groß. Company kommt dran. Marquisio, Martins, sehr schön nachgesetzt. Und jetzt Martins, geh mal auf die Reise, Junge.
Martins, alter, Oberfemi Martins hier. Oberfemi Martins, Oberfemi, alter Vater. Und wie schlecht ist denn das bitte von Henri gewesen? War das Henri? Ich glaube schon. Alter Vater, war das schlecht. Was macht denn Henri bitte für einen Schuss da? Aber richtig geil von Martins. Und auch die Fackel dann. Richtig schön. So, Bradley ein bisschen sehr rausgerückt. Alexis. Haben wir hier mit dem Dempsey. Können wir vielleicht auch mal einen Longshot da raushauen, wenn wir ein bisschen weiterkommen. Oder Bradley. Weiß nicht, vielleicht kann er das auch. James auf Fabregas. Und den bringt er hier flach durch, aber nicht mit dem Vincent Kompany. So, jetzt hier nochmal vorne auf den Thierry. Leg nochmal einen weiter hier auf den Donovan. 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 Alter, fuck, was ist denn da los? Meine Fresse. Da holt der auch so eine Fackel aus 35 Metern oder so raus. Richtig krank. Dempsey. Na gut, da war jetzt ein bisschen zu viel vor uns los. Aber das, der Schuss von Donovan, der war ja mal richtig krank. Wie das... Oh, Junge, Junge, das war mal richtig schön gemacht hier. So, da ist der Donovan. Müssen wir aufpassen, rückt danach. So, Alonso, hier nochmal auf den Thierry. So, ah, scheiße. Ich dachte, diesmal geht er wieder aggressiv drauf, wie er es die ganze Zeit gemacht hat. Hier ist wieder Donovan. Donovan. Ah, drehen wir uns erst nochmal um, weil da kommt die Rossi hinter uns her. Donovan. Schade. Hätte ich nochmal einen Schritt gehen müssen. War halt so halb aus der Drehung. Ich glaube, Donovan hat ja auch den 89er Schuss oder sowas. Oder noch höher, ich weiß gar nicht. Nee, ich glaube, Dempsey hat 92 oder so. Fabregas, da ist natürlich keiner von ihm, aber natürlich kommt dann irgendwer nochmal von ihm am Ball. So, Donovan nochmal hier. Ja, spielen wir erst nochmal hier weiter auf den Thierry. Nochmal auf die Außen. Ist der Thierry aber erstmal weggegangen. Donovan. Dempsey, hier drüben noch auf dem Oberfemi. Oh, und Alonso steht da, wie als ob er von gar nichts eine Ahnung hat. Ich weiß auch nicht, was er da vorne will. Ich habe ihm schon mal gesagt, der soll hinten bleiben. Der kann doch nichts, was nach vorne betrifft. Ja, den haben wir hier wieder mit dem Lenden, aber dann müssen wir wieder hier zurückziehen. Ja, De Rossi ist immer an uns dran irgendwie. Klischee. Ohoho, der kommt nicht an. Nein, der kommt nicht an. Bei Martins. Na komm, noch ein Longshot da. Eine Minute haben wir noch. So. Hier nochmal auf dem Fabregas. Spielen nochmal hier einen weiter. So, De Rossi. De Rossi irgendwie auch ein richtig guter Mann bei ihm. De Rossi und Hummels räumen echt ziemlich ab. So, okay. Ich weiß nicht, ob wir da noch eine Chance rausbekommen. Spielen wir nochmal hier. Ne. Abgepfiffen das Ding. Gut, im Endeffekt 3:1. Aber solide habe ich das Ding auch nicht nach Hause gefahren. Nee, das Problem ist auch einfach bei so Gegnern. Ihr habt es ja schon gleich wieder am Anfang gemerkt. Ich sage gleich am Anfang, das Spiel muss ich gewinnen. Muss ich natürlich auch prinzipiell. Aber man spielt einfach irgendwie nicht so ganz, wie wenn man normal gegen einen 100-Chemie-Gegner spielt. Ich meine, wir haben das Ding jetzt gewonnen, aber ich muss auch sagen, der Gegner mit so einem Team so gut zu spielen, Respekt, definitiv. So, Henri 2 Buden gemacht und wer hat die letzte gemacht? Hab ich schon wieder vergessen. Donovan. Donovan. Und, Alter, der Martins und der Donovan, ich glaube, das müsste auch eigentlich noch drauf sein, oder? Ach doch, hier, das müsste von das ist, von Henri. Da haut er schon eine Parade raus, dann Donovan Tor, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ach doch, hier, Schusstäuschung und dann Donovan das Ding reingefackelt. Groß vorbei, Henri vorbei. Ach hier, das war Martins, ich weiß nicht, ach so, ja. Hier erstmal die schöne Fackel von Martins. Das war ein richtig geiler Schuss, muss man mal sagen. Also der dreht sich sowas von perfekt da rein. Und ja, dann hier Henri, ich weiß nicht, was der da macht. Das war ein ganz normaler Schuss. Noch nicht mal Finesse gedrückt, das sieht zwar so aus, aber ich habe keinen Finesse gedrückt. Und ja, schießt dann hier einen Keeper an. Leider ist die Fackel vom Donovan nicht mit drinne. Die war nämlich richtig geil. Ja, das war hier schade vom Donovan, aber da war halt übertriebens bedrängt hier. Aber die Fackel vom Donovan war mal richtig nice. Ja, gut. Wie gesagt, war jetzt natürlich nichts Überragendes, aber Hauptsache gewonnen das Ding. Und ihr seht das auch nochmal, ist ganz normal Liga 1. Keine Ahnung. Vielleicht war es echt ein kleiner Test von ihm, ob er auch mit sowas gewinnen kann. Aber, ja, ich weiß nicht. Anders kann ich mir nicht vorstellen. Weil er war definitiv kein Anfänger, das hat man gesehen, der jetzt irgendwie neu in Foot ist und deswegen, ja, dann wäre er auch übrigens nicht in Liga 1, sondern irgendwo in Liga 10. Ich würde sagen, wir ziehen hier nochmal so ein schönes 7,5er Päckchen. Ah, hier haben wir
auch 15k-Packs, sehe ich gerade. Die werden wir wahrscheinlich im Livestream heute ziehen. Gibt es noch was Special-mäßiges? Leider keine 100ks. Schade. Okay, alles klar, dann ziehen wir erstmal hier so einen 7,5er noch. Und dann sind wir eigentlich raus für diese Episode. Jo, sind wir raus. Ich glaube, Dortmund ist jetzt geht auch gerade weiter, der Supercup, deswegen. So, hier nochmal Matic gezogen und Fernando. Ich glaube, der bringt auch nichts mehr, aber kann man ja mal mitnehmen. Oder nicht. Weil ich glaube, dass sich die PlayStation jetzt gerade aufgehangen hat. Oder FIFA eher gesagt. Ja, da hatten wir gestern auch übelste Probleme, dass sich dieses scheiß FIFA 6-mal im Stream aufgehangen hat. Und das Problem ist, dass wenn FIFA sich aufhängt, der Stream auch ausgeht. Das heißt, ich musste 6-mal den Stream neu starten. Aber naja, was willst du machen? Ist halt FIFA, ne? Hier hat sich's auch aufgehangen. Ihr seht es. Ich würde sagen, schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt das in die Kommentare und kommt beim Forum vorbei. Link ist in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Massive. Macht's gut. Ciao.